Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hat heute der Presse die Änderungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, die wir auf den Weg bringen, vorgestellt. Wir haben bei diesen Änderungen auf drei Dinge ganz besonders geachtet und das ist im Gleichklang aller drei Koalitionäre hervorragend gelungen. Es geht uns darum, das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu berücksichtigen, die Polizei zu schützen, die zunehmend von Angriffen überrollt wird, und zum Dritten aber, für uns als Bürgerrechtspartei natürlich sehr, sehr wichtiges Argument, dass dadurch nicht die Freiheitsrechte des Einzelnen eingeschränkt werden. Wir haben das in einem großen Einvernehmen verhandelt und alle Punkte, die wir zur Änderung vorgesehen haben, waren diese drei Grundlagen unsere Entscheidungsgrundlage. Wir haben zum Beispiel, ich will nur einige Beispiele nennen, den Einsatz von Bodycams im öffentlichen Raum vorgesehen. Wir haben eine Videoüberwachung von Großveranstaltungen vorgesehen, aber immer darauf geachtet, dass zum Beispiel bei diesen Videoüberwachungen von Großveranstaltungen die Notwendigkeit berücksichtigt wird, die Daten, wenn sie ausgewertet werden, dass sie wieder unverzüglich gelöscht werden. Also hier zum einen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung berücksichtigen, aber auf der anderen Seite auch das Rechtsbedürfnis, das Freiheitsbedürfnis der Bürgerrechte des Einzelnen berücksichtigend. Wir haben eine Kennzeichenerfassung zum Beispiel vorgenommen. Das heißt, zum Beispiel bei einem Bankeinbruch mussten Polizistinnen und Polizisten bisher händisch Kennzeichen, die sie sich notieren wollten, aufschreiben und weitergeben. Das wird einfach jetzt ein technisches Mittel ersetzt, vom Bleistift zur Kamera. Hier werden Kennzeichen, die eventuell relevant sein können, aufgezeichnet, müssen aber ebenso, auch hier wieder die Berücksichtigung des Schutzes des einzelnen Bürgers und seiner Freiheitsrechte, wenn die Kennzeichen ausgewertet sind, müssen auch diese Daten wieder gelöscht werden. Es gibt noch einige andere Punkte, aber ich denke, was deutlich wird, was für uns heute gelungen ist, wir sind seit einem Jahr eine Koalition. Wir haben ein schwieriges Thema, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zu ändern, das heißt Sicherheitsbedürfnisse und Freiheitsrechte zusammenzubringen, in einer hervorragenden Art und Weise in dieser Koalition bearbeitet und haben ein Gesetz vorgelegt, was alle unsere Bedürfnisse aller dreier Koalitionäre berücksichtigt und einvernehmlich dieses Gesetz so auf den Weg gebracht. Wir werden in der nächsten Woche im Plenum darüber debattieren. Es geht dann in die Bearbeitung, nochmal in den Ausschuss zurück und wir hoffen und sind guter Dinge, dass wir dieses Gesetz zeitnah dann zum Abschluss bringen.